Hallo alle zusammen, weiter geht's mit Honka Star Rail und wir haben seit heute ein neues Event, Albtraum TV heißt das Ganze. Ich habe das gerade ein bisschen geübt, A-Rank und ja, mir fehlen hier 100 Punkte bis S-Rank und ich würde sagen, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ich muss das eigentlich hinkriegen, sagen wir es mal so. Okay, ich würde sagen, das Team ist völlig in Ordnung. Wir haben es ja gerade gesehen. Eigentlich ja, war es schon geschafft. 100 Punkte, das ist nichts. Und das werden wir jetzt hier einmal ja, nochmal richtig stellen, dass wir die 80.000 Punkte auch haben. Okay, Fokus auf die Mülltonnen. Ganz wichtig, nicht irgendwie daneben, sondern einfach nur in der Phase auf dem Mülltonnen bleiben und direkt den Schwächebruch machen. So schnell wie möglich. Denn der Rest kippt direkt um. Ja, und so weiter im Endeffekt. Die bleiben hier die ganze Zeit auch den Lords. Okay, jetzt können wir die Ult usen, würde ich sagen. Den neuen, ja. Okay. Fünffacher Buff. Aber die Ult raus. Und den Buff brauchen wir noch nicht. Dann den Buff. Die Ult raus. Das hat sogar funktioniert. Schön. Neunfach. Zehn müsste ich hinkriegen. Würde ich behaupten. Vielleicht sogar elf. Mal die Ult. Okay, das sind 11. Ja, mehr schaue ich nicht. Okay. Dann geht's jetzt mit der wirklichen Herausforderung weiter. Das war nur ein Buff sammeln. Okay, dann geht's hier weiter. Der Fokus auf den Mülltonner, den Buff nicht vergessen, denn hier drauf Fokus wirklich nur auf den Lord. Ich würde sagen, hier können wir die Ult durchzünden. Sollten wir hier etwas schneller durchkommen, oder?
Wir haben ja trotzdem die Runde abgezogen. Okay. Schade. Ich dachte, die ziehen die mir nicht an. So, jetzt machen wir folgendes. Ult. Wird man hier heilen? Das ist die Frage. Nee. Dürfen wir nicht. Die Ult bewahre ich mir extra jetzt auf, damit die weg sind. Jetzt sind nicht die Ult. Okay, dann gehen wir hier drauf. Und dann die Ult bewahre ich mir jetzt auch nochmal auf, bis wir den Schwächebruch haben. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler, aber okay, jetzt die Ult raus. Okay, der Schaden war eigentlich ganz gut, denke ich. Okay. Der ist weg. Jetzt zögern wir nicht lange, die Ult direkt die Ult hier raus. Dann sollte ich hier buffen. Nee. Ich glaube nicht. Okay, 80.000 Punkte müssen wir erreichen. In zwei Runden. Wir müssen eigentlich nur die ersten beiden Phasen schaffen. Wenn wir das gemacht haben, also haben wir die 80k. Kriegen pro Phase 10.000. Also man kann hier sogar mehr wie 80.000 schaffen. Okay, wir müssen auf dem Boss bleiben, was ganz wichtig ist. Und zwar würde ich sagen, wir zünden erstmal jetzt die Ult. Zwar hier drauf. Wie gesagt, wir bleiben extra auf dem Boss. Und auch deswegen haben wir den Splash-Schaden mitgenommen. Das Blitz. Jetzt müssen wir gucken, dass wir auch hier nicht aus Versehen irgendwie drauf gehen. Was nicht so gut ist natürlich, wenn wir jetzt hier sterben würden. Das ist nicht unser Problem. Das sollte man definitiv gleich hinkriegen. Den Schwächebruch. Okay, jetzt sollte ich aber den Buff definitiv machen. Okay, die Ult. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Der friert sie nicht ein. Das ist schlecht. Okay, jetzt müssen wir gucken. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Okay, das sollte es gewesen sein, richtig? Jawohl, das sind die 80.000. Das war unser Ziel. Aber eine Phase haben wir eigentlich noch. Und es sieht nicht so aus, als ob ich es schaffen werde. Sagen wir es mal so. Ja.
hätte jetzt noch die Ult spammen können, aber naja. Das ist mein S-Rang. Nicht mal SS, SS bekommt man, wenn man wahrscheinlich den Boss schafft, aber wir haben die, naja, 80k geschafft hier. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt einfach die Belohnung ab. Und gut ist, na gut. Schön, schön. Ja, solange man eh alles hier bekommt, werde ich das jetzt hier auch nicht mehr weiter versuchen, noch höher zu kommen. Sehe ich nicht wirklich einen Sinn drin, sagen wir es mal so. Alles klar, ich danke euch fürs Zuschauen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.